Wenn du aus verschiedenen Perspektiven, sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne, alles so unscharf siehst, alles so milchig siehst, dann hast du vermutlich eine Hornverkrümmung. In diesem Video finden wir heraus, wie du sie loswirst, wie du deine Augenmuskeln entspannst, wie du sie lockerst, mit dem Ergebnis, dass du danach wieder deutlich schärfer sehen kannst. Lass dem Video hier gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gerne den Kanal. Das hilft mir zum einen, dass du wirklich daran interessiert bist und ich werde weitere Übungen hier auf dem Kanal hochladen. Zum anderen natürlich hilft es mir auch dadurch, dass YouTube dieses Video einfach mehreren Leuten vorschlägt und ich dadurch noch mehr Menschen helfen kann. Also tu mir gerne den Gefallen, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere auch gerne den Kanal. Um herauszufinden, ob wir wirklich an einer Hornverkrümmung leiden, machen wir zunächst einen Test. Mache den Test unbedingt ohne Brille, weil so kannst du dir sicher sein, dass du dann wirklich eine Hornverkrümmung hast oder eben nicht. Ich blende jetzt hier einmal eine Sehtafel ein, einen sogenannten Astigmatismusspiegel, zu Deutsch einfach ein Hornverkrümmungsspiegel. Anhand dieses Tests kannst du herausfinden, ob du eine Hornverkrümmung hast. Du siehst im Einzelnen dort dickere Streifen, wenn du eine Hornverkrümmung hast. Du kannst auch gerne mal den Kopf so ein bisschen neigen, um zu sehen, ob der Strich mitwandert. Wenn dieser Test jetzt nicht eindeutig ist, blende ich dir jetzt nochmal einen zweiten ein. Dort hast du vier verschiedene Kreise. Wenn du dort einen Kreis deutlich schärfer siehst, der sich einfach von den anderen drei Kreisen deutlich unterscheidet, auch dann kannst du mit hoher Sicherheit sagen, dass du eine Hornverkrümmung hast. Auch hier kannst du gerne nochmal den Gegentest machen, einfach mal den Kopf ein bisschen neigen. Wenn plötzlich ein anderer Kreis scharf wird, dann hast du, wie gesagt, eine Hornverkrümmung. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie du die Hornverkrümmung zum einen loswirst, wie du deine Augenmuskeln lockerst und mit dem Ergebnis, wie du dann wieder gestochen scharf sehen kannst. Dafür brauchen wir tatsächlich nicht viel. Du kannst dafür entweder einen Stift nehmen oder, wenn du den Stift gerade nicht hast, nimmst du einfach deinen Daumen und einen ruhigen Raum, wo du dich nicht ablenken lässt. Das Ganze kannst du mit mir gemeinsam mitmachen, denn ich mache das dir einmal vor und du kannst es natürlich im Anschluss dann gerne nachmachen oder du machst es gleich mit mir mit. Dann nimmst du deinen Daumen, den kannst du gerne mal ausstrecken und versuchst mit beiden Augen auf die Daumenspitze zu fokussieren. Strecke ihn aus, wenn du deinen Daumen nicht hundertprozentig scharf siehst, ist das erstmal kein Problem. Im ersten Schritt wollen wir nur unsere Augenmuskeln lockern. Also streckst du deinen Daumen aus und bewegst ihn einmal in großen Kreisen. Schön langsam, es ist völlig egal, ob du von links nach rechts oder von rechts nach links machst. Erstmal kreisende Bewegung. Und du versuchst, den Radius immer weiter zu erhöhen. Also sprich, dass wir den Radius immer größer machen. Und du wirst auch merken, auf irgendeiner Achse tut es besonders weh. Ja? Also beispielsweise, wenn du jetzt hier im Grenzbereich unterwegs bist und du merkst, hier oben tut es weh, hier geht's und hier unten tut es weh, dann weißt du zum Beispiel, dass hier auf dieser Achse vermutlich dann eine Hornverkrümmung. Kann bei dir natürlich auch auf dieser Achse sein oder auf dieser Achse. Es kann natürlich, wie gesagt, für jeden unterschiedlich sein. Und dadurch, dass wir uns immer größere Kreise machen, bewegen unsere Augen sich immer mehr Maximum. Ja, das kannst du, wie gesagt, schön mitmachen. Und dadurch, dass wir jetzt im Grenzbereich angekommen sind, wirst du auch merken, dass deine Augen sich schon etwas anspannen. Diese Anspannung ist im ersten Schritt völlig normal. Das ist wichtig, dass unsere Augen sich erstmal anstrengen müssen, damit sie sich danach im Anschluss entspannen können. Der nächste Schritt ist genau wie der erste Schritt, ähnlich, wir strecken unsere Daumen aus, aber diesmal nicht ganz so weit, sondern wir reduzieren unsere Entfernung etwas und machen genau das gleiche nochmal. Jetzt ist aber der Unterschied, wir bleiben nicht auf derselben Distanz, sondern versuchen immer näher zu kommen. Also so wirklich, dass wir quasi irgendwann direkt mit den Daumen an unsere Nasenspitze sozusagen rankommen können. Und deswegen versuchen wir, den Radius immer weiter zu reduzieren. Aber unser Kopf soll gerade bleiben. Wir bewegen unseren Kopf nicht mit, sondern unser Kopf bleibt gerade. Und wir versuchen die ganze Zeit auf unsere Daumenspitze zu achten. Und du wirst jetzt merken, dadurch, dass wir die Distanz reduziert haben, ist das Ganze auch schon wieder etwas intensiver geworden. Und du wirst jetzt auch noch mehr merken, wenn zum Beispiel hier unten das wehtut und beispielsweise hier, dann dass es diese Achse ist. Und das hast du vielleicht vorher noch nicht hundertprozentig gemerkt, aber jetzt wirst du es definitiv merken. Und du wirst auch generell merken, dass das wahrscheinlich eine etwas unangenehmere Übung ist, weil du wirklich in den Grenzbereich so kommst, wo wir normalerweise nicht hingucken. Und genau das ist auch das Problem. Deswegen ist auch diese Hornverkrümmung erst entstanden, weil, wie gesagt, unsere Augen nur einseitig benutzt haben. Deswegen mach das ruhig mal zwei, drei Umdrehungen noch mit. Ja? Kannst es theoretisch auch einfach mal wechseln und die andere Richtung mal machen, dass wir quasi alle Bereiche mal machen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Jetzt machen wir nochmal ganz kurz durchatmen, Augen zu, wie gesagt, das würde ich dir auch immer empfehlen, immer wenn du merkst, dass deine Augen sich überanstrengen, kurz Augen zu machen, entspannen, kurz mal die Handflächen auf die Augen zu legen und dann einfach mal durchatmen. Das hilft immer, das hilft auch immer darum, deine Augen zu entspannen und das hilft auch deine Sehkraft sich zu regenerieren und wieder, damit du wieder scharf sehen kannst. Im letzten Step machen wir jetzt Folgendes. Du nimmst einen Abstand von relativ kurzer Entfernung, also ich nehme immer meine zwei Finger vor mir und halte den Daumen wirklich direkt vor mir. Fokus, wie gesagt, auf beide
mit beiden Augen auf die Daumenspitze. Dadurch, dass, wie gesagt, der Abstand sehr nah ist, kann es sein, dass dir Daumen nicht scharf erscheint. Das ist, wie gesagt, auch kein Problem. Und jetzt bewegst du das Ganze auf eine Achse sozusagen entlang, soweit es geht. Dein Kopf bleibt gerade. Und das Ganze auch nochmal in die andere Richtung, soweit es geht. Das Ganze muss etwas ziepen sozusagen. Nach unten das Ganze nochmal. Auch mal ein bisschen so schwingen, wie ich das jetzt mache, ja. Und nach oben auch nochmal zwei, dreimal. Ach, dabei immer schön atmen, nicht das Atmen vergessen. Also schön ein- und ausatmen. Beispielsweise hier und dann wieder in die andere Richtung. So dass wir wirklich jeden Bereich einmal abgedeckt haben. Schön langsam machen, nicht überhastet. Und wie gesagt, aufs Atmen achten. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann empfehle ich dir dringend nochmal kurze Pause. Mach wirklich die Hände vielleicht nochmal ein bisschen wärmer, dass du richtig schön Energie in den Händen hast, Hitze hast. Dann auf deine geschlossenen Hände legen, ein- und ausatmen, so dass wirklich auch alle grellen Blitze und sonstiges verschwindet. Und wenn ich dir jetzt die Sehtafel nochmal einblende, wirst du merken, dass die Striche entweder ganz verschwunden sind oder deutlich geringer sind. Und da hast du den Beweis, dass das ganze Augentraining für dich hervorragend funktioniert.